relativ gesagt in einer ganzen Bewegung. Das wäre erstmal die Optik. Der Beinbruch ist auch gleich. Wir sind ja von Tegel auch bis 8 Kilometer bis zum Brandenburger Tor. Da fahre ich heute mit dem Rad hin. Allerdings hier schön am Fluss lang geht es nie überall. Ich muss dann ein ganzes Stück Hauptstraße fahren. Noch. Viele Fahrzeuge, aber viele sind auch so elend runtergekommen. Alle schmeißen sie ein Müllkreuz und quer, obwohl es ja Papierkorb gibt. Aber na gut. Ich bin hier zu Gast, ich kann mich schon nicht erwähnen. Das Denkmal. Jüngling mit Löwe. Oder was ist noch? Die Leute haben mich besser zu tun, als sich schon der Löwe zu setzen, als zu scheißen. Aber okay. Hier ist es mir zu unappetitlich. Hier suche ich einfach mal nie weiter. Überall liegen hier Würste rum. Aber keine bayerischen Weichwürste oder Berliner Currywürste. We'll be right back.
Synagoge an der Oranienburger Straße in der Spandauer Vorstadt. Sie wurde 1866 eingeweiht. Nach dem Krieg war sie auch schwer beschädigt. Weitere Beschädigungen kamen nach dem Krieg dazu, als die Ruine als Lieferant für Baumaterial herhalten musste. Im Sommer 1958 wurde der Hauptraum und andere beschädigte Gebäudeteile wegen der Einsturzgefahr und mit der Begründung, ein Wiederaufbau sei nicht möglich, vollständig beseitigt. Nur die Fassade wurde als Mahnmal gegen den Krieg erhalten. 1995 eröffnete das wieder instand gesetzte Gebäude. Es wurden aber nur die Fassaden in die goldene Kuppel ernannt. Als ich bei der Armee war, habe ich mich auch immer gerne hier hingesetzt. Allerdings kriegte man hier an mehreren Kiosken noch frisches Fassbier. Jetzt gibt es gleich hier ein paar Kneipen unter dem Fernsehturm. Und da drüben, wo die Kirche standen, wird jetzt gebaut.
Der Ballast, aber Blick sieht ja ganz anders aus. Aber die bauen ja immer noch. Und hier stehen zwei, die haben sie vergessen. Schwierig und die Schubserei. Auf ne Kilometerlänge siehst du nicht wie Menschenmenge und inmitten hält beritten stolz die Polizei. Aus den Fensterländern sie vorüberschlendern aus Paris, aus Rom und Wien, mal auch einer aus Berlin. Doch das allernetzte, süßeste, kokettste sind im Rahmen stets die Damen, die vorüberziehen. Unten Linden, geht spazieren die Mägdelein. Wenn du Lust hast anzubinden, so spazieren hinterdrein. Fängst du an bei Kaffeebauer, sagt sie dir noch, ich bedauere. Bist du am Pariser Platz? Schwupps, da ist sie schon dein Schatz. So, jetzt stehen wir schon wieder hier. Ist jetzt auch schon wieder später Nachmittag, nachdem ich mich den ganzen Tag in der Stadt rumgedrungen habe. Es ist jetzt eh zu spät, den Grenzweg noch weiter abzufahren. Wenn das Wetter es noch ein bisschen zulässt, werde ich noch mal ein, zwei Dosen angucken. Beziehungsweise, ich ziehe noch irgendwo in Bierchen. Und je nach Wetter werde ich dann ein paar Haltestellen wieder Bahn fahren und mich dann wieder Richtung Campingplatz zurückbewegen. Waren ja 8-9 Kilometer, jetzt segeln wir zurück. Eckart, meine Frau ist nicht da. Ich glaube, es ist soweit. Kannst du mal runter in den Keller gucken? Hä? Ich glaube, die Russen sind da. Mach ich, Chef. Aber gleich hier ist irgendwo Igos Kanone. Die haben wir ja vorhin schon gesehen.
aber hier ist ein Cache dazu versteckt. So schwer wie das Teil ist, das ist noch irgendeine Klappe von dem Panzer wahrscheinlich. Das waren noch ein paar Bilder von dem Schloss Charlottenburg und jetzt geht's zum Campingplatz.